Willkommen zu den ProSieben-Nachrichten, meine Damen und Herren. Silvio Berlusconi hat seine erste große Hürde genommen, wenn auch sehr knapp. Mit einer Stimme Mehrheit hat die neue italienische Regierung am Abend die Vertrauensabstimmung im Senat gewonnen. 159 Senatoren stimmten für das Rechtsbündnis aus Forza Italia, Lega Nord und Nationale Allianz, 153 dagegen. Der Ministerpräsident erneuerte in seinem Schlusswort ein Versprechen aus dem Wahlkampf. In 2 Jahren 1 Million neue Arbeitsplätze, das will Silvio Berlusconi schaffen. Die brutale Gewalt von rechts, sie eint die Parteien. Politiker aller Couleur haben die ausländerfeindliche Hetzjagd in Magdeburg auf Schärfste verurteilt. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag gab es viel Betroffenheit, aber ebenso viel Ratlosigkeit. Tief betroffen, aber auch ratlos präsentierten sich die Abgeordneten. Die jüngsten Ausschreitungen, so Redner vor allem der Opposition und FDP, sei auch Ausdruck eines immer weiter um sich greifenden ausländerfeindlichen Klimas. Das, was wir in Magdeburg gesehen haben, ist doch nur möglich, wenn die Täter mit der klammheimlichen Zustimmung vieler Stammtischtäter rechnen. Ausländerfeindliche Brutalität und Gewalttätigkeiten drohen zur Normalität zu werden. Unser Land beginnt sich zu verändern, ohne dass wir es aufhalten. Scharf kritisiert wurde erneut der Polizeieinsatz von Magdeburg. Während die Opposition personelle Konsequenzen forderte, warnten die Unionsparteien vor einer Vorverurteilung der Polizei und Justiz. Der Kampf gegen rechtsradikale Gewalt, darüber waren sich im Plenum alle einig, kann nicht alleine mit Polizei und Justiz gewonnen werden. Vielmehr müsse sich die Gesellschaft, jeder Einzelne im täglichen Leben, offensiver gegen Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzen. Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still. In Ost-Berlin ließen Bus- und Bahnfahrer ihre Fahrzeuge stehen und sorgten so für Chaos im Berufsverkehr. Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr hatte zu den Bahnstreiks aufgerufen. Die Ostberliner Kollegen sollen mehr Geld bekommen. Im ostdeutschen Einzelhandel dagegen haben sich die Tarifpartner geeinigt. Für 3 Stunden war die Hauptstadt wieder geteilt. In Ost-Berlin kehrten um 4 Uhr früh Busse und Bahnen in die Depots zurück und blieben stehen. Tausende kamen zu spät zur Arbeit. Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten einen Sonderweg für die Angleichung ihrer Gehälter an das Niveau ihrer Westberliner Kollegen erzwingen. Überraschende Einigung hingegen im ostdeutschen Einzelhandel. Nach 10-stündiger Sitzung kamen Gewerkschaft und Arbeitgeber zu einer Lösung. Die sieht vor, ab sofort 100 Mark mehr in die Lohntüte. Im Oktober für Verkäuferinnen in Ostberlin noch einmal 100 Mark mehr, in den anderen 9 Ländern 50 Mark und ab Mai 95 weitere 50. Dann werden 90% des Westniveaus erreicht sein. Die Arbeitszeit soll ab 95 auf 39 Stunden verkürzt werden. Dem Kompromiss muss nun noch die Gewerkschaftsbasis zustimmen. Während im Einzelhandel bei der Gehaltsangleichung Ost-West ein Berliner Sonderweg möglich scheint, ist dies im öffentlichen Dienst nicht so einfach, weil bundeseinheitliche Tarifverträge gelten. Zwar könnte Berlin aus diesen Verträgen ausscheiden, müsste den Alleingang aber wohl auch selbst bezahlen. Kaum vorstellbar, dass der Hauptstadt dies finanziell möglich wäre. KVP, ein noch unbekanntes Kürzel. Nun, KVP ist das kontinuierliche Verbesserungsprogramm, das Volker Rühr der Bundeswehr jetzt verordnet hat. Ganz einfach gesagt, der Verteidigungsminister will weiter sparen und Möglichkeiten gibt es da viele, vor allem im Verwaltungsbereich. Weit und breit kein Feind in Sicht und die Kassen sind leer. Die Konsequenz nach Sparmaßnahmen in der Truppe soll nun auch bei Organisation und Verwaltung abgespeckt werden. Verteidigungsminister Rühe will im Unternehmen Bundeswehr mit Betriebswirtschaft und Privatisierungen mächtig Staub aufwirbeln. Kernstück des Rühe-Sparkurses ist Rationalisierung. Im Verteidigungsministerium und beim Betrieb der Bundeswehr soll Personal drastisch abgebaut werden. Betriebsabläufe werden dadurch zweckmäßiger organisiert und damit billiger. Und die Sparmöglichkeiten liegen im wahrsten Wortsinn auf Halde. Ersatzteile für 40 Milliarden wollen teuer gewartet werden. 70% davon sind heute völlig überflüssig. Er wollte nicht als Autodieb erwischt werden, jetzt hat er ein Menschenleben auf dem Gewissen. In einem gestohlenen Wagen raste ein 19-Jähriger durch eine Radarkontrolle und tötete dabei einen Polizisten. Höxter am Mittwochvormittag. Hinter einer Radarkontrolle warten Polizisten auf die, die zu schnell unterwegs waren. In diesem Zusammenhang ist ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt worden.
Der Anhalteposten hat versucht, dieses Fahrzeug anzuhalten. Dabei ist das Fahrzeug auf diesen Beamten zugefahren. Und hat diesen erfasst. Der Polizist wird durch die Luft geschleudert. Er ist auf der Stelle tot. Schon nach wenigen Minuten wird das Tatfahrzeug in einem Waldstück entdeckt. Kurz darauf kann der erst 19-jährige Fahrer festgenommen werden. Er hat bereits die Tat gestanden. 12 bzw. 8 Jahre sollen die Eltern des kleinen Tobias Hofmann hinter Gitter, so will es der Staatsanwalt. Er legte den beiden Angeklagten Mord, unterlassene Hilfeleistung und Vortäuschung einer Straftat zur Last. Treibende Kraft sei allerdings Mutter Gisela gewesen. Ihren Ehemann bezeichnete der Staatsanwalt als Mitläufer. Gisela Hofmann hat im August des vergangenen Jahres ihren 1,5-jährigen Sohn in den Bauch getreten und ihn qualvoll sterben lassen. Einfach nur weg mit dem Müll. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. In Köln auf der Entsorgermesse 94 sehen Sie derzeit, wo es lang geht in der Abfallwirtschaft. Müll, jeder macht ihn, keiner will ihn. Doch Abfall, seine Entsorgung und Aufbereitung sind zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Das zeigt die Entsorger in Köln, die Bundeswirtschaftsminister Rexroth eröffnet hat. Das hängt eng damit zusammen, dass die Entsorgungswirtschaft in unserer Gesamtwirtschaft ein wachsendes Gewicht bekommt. Mehr als 1550 Unternehmen aus 26 Ländern präsentieren Ideen, dem wachsenden Müllberg Herr zu werden. Moderne Sortier- und Verwertungsmethoden sind dabei hilfreich, denn aus den Augen, aus dem Sinn funktioniert nicht mehr. Sinnvoll, Altglascontainer unter der Erde verschwinden zu lassen. Besser jedoch die Müllvermeidung. Beispiel der Schuhkarton mit Pfand. Dem Fachbesucher bietet die Kölner Messe maßgeschneiderte Entsorgungskonzepte. Und dem Verbraucher? Dem bleibt weiterhin vorerst nur die Wahl zwischen verschiedenfarbigen Mülltonnen. Ja, und wir haben noch die Gewinnzahlen vom Mittwochslotto. Sie lauten Ziehung A 10, 13, 18, 23, 25, 38, Zusatzzahl 43. Ziehung B 5, 10, 18, 22, 42, 45, Zusatzzahl 8. Die Gewinnzahlen im Spiel 77, 3, 4, 8, 3, 6, 8, 0 und die Super 6, 0, 1, 7, 7, 3, 5 und alle Angaben wie stets ohne Gewähr. Das Wetter. Es bleibt überwiegend bedeckt und regnerisch, nur im äußersten Norden und Nordosten trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Das, meine Damen und Herren, waren die ProSieben Spätnachrichten. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.